So, willkommen zum 13. Level, Zentrum der Macht. Hier habe ich ein bisschen länger für gebraucht. Ich habe es erst probiert hier unten drüber, aber das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und habe ich halt ein bisschen geguckt. Und man kann halt, sag ich mal, hier oben so eine Art Weg bauen. Dass die quasi hier durch müssen und dann kann man sie von allen Seiten beschießen. Das geht eigentlich ganz gut. Und im Notfall kann man hier hinten sogar auch noch was machen. Aber da wir ja Gold brauchen, kann man halt nicht so viel bauen dann. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Und dann müssen wir halt hier noch, damit der Weg halt ein bisschen länger ist, haben wir hier leider nicht zubauen können, müssen wir halt hier drüben dann die drei zubauen. Zu viel gebaut. Das Thema muss ich leider wieder verkaufen. Sehe ich gerade, hätte ich doch stehen lassen können. Na ja, gut. Jetzt ist es zu spät. Hier in die Ecke bauen wir noch Kanonentürme hin. Die halt noch die Lufteinheit mit abhandeln können. Türme updaten. Wir kämpfen um jeden Preis mit neu. Die habe ich noch nie gesehen. Ist schon in der Datenbank gespeichert. Jemand hat gesagt, dass es nicht verteufelt schwer wird. So, die Siegers tun jetzt schön hier Einheiten respawnen. Das bringt schön Kohle.
viel. Hat es diese widerwärtigen Mistkerl ordentlich gezeigt. Jetzt werden wir alle schön auf Rot updaten. Die müssen wir aber eigentlich ohne Probleme klein kriegen. Letzte Welle kommt gleich. Wir haben einen unserer Kerne zur Verfügung. Kanonen sind schon echt eine feine Sache. Jetzt kommen nochmal 1, 2, 3, 4 Fat Boys. Aber die kriegen wir auch hin. Letzte Welle hat ziemlich. Gucken, dass wir die alle platt kriegen, bevor die Fat Boys zurückkommen. Die kleinen Säcke da. Ah, geschafft. Das war's. Fast 12.000 Ressourcen, das ist in Ordnung, denke ich mal. Sollte die Goldmedaille nicht
gefährdet sein. Das brennt sicher noch ein Weilchen. 44.000. Wir haben Gold. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht. Bis zum nächsten Level.